Hallo, hallo, da bin ich wieder. Jetzt kommt ein sehr praktisches Video. Ich möchte euch zeigen, wie man mit Zungenbrechern Aussprache üben kann. Das ist sehr, sehr nützlich. Und zwar geht es folgendermaßen. Zungenbrecher, Moment, spiegelverkehrt, sind Tongue Twisters auf Englisch und Skragaworke auf Russisch. Was ist daran so interessant? Kinder machen sie sehr gerne, weil es Sätze sind, die nicht so einfach auszusprechen sind. Und deswegen, wenn man versucht, sie sehr schnell auszusprechen, dann kommt man normalerweise in Blablabla. Also ist es nicht so einfach. Außerdem, wer viel mit Zungenbrechern übt, sind zum Beispiel Moderatoren im Fernsehen oder Nachrichtensprecher, Menschen, die sehr deutlich und klar sprechen müssen. Also, und wenn eure Aussprache in Deutsch nicht perfekt ist, könnt ihr gerne mit Zungenbrechern üben. Dazu müsst ihr einfach bei Google Zungenbrecher eingeben und ihr bekommt ganz, ganz viele verschiedene. Hier ein Beispiel mit vielen Zs. Ich glaube, das ist ein Buchstabe, mit dem zum Beispiel Inder oder Spanier Schwierigkeiten haben oder Lateinamerikaner auch. Also. Und ganz wichtig noch, bei einem Zungenbrecher ist es nicht so wichtig, dass ihr jedes Wort versteht. Hier geht es um die Aussprache. Es lagen zwei zischende Schlangen zwischen zwei spitzen Steinen und zischten dazwischen. Ich mache das extra langsam, damit ihr jeden Laut deutlich hört, denn wenn man es nämlich sofort schnell spricht, dann kann man viele Fehler machen. Ich versuche es jetzt nochmal und wenn ihr sicher genug seid, dass ihr alles richtig aussprecht, versucht es dann schneller auszusprechen, aber erst dann. Es lagen zwei zischende Schlangen zwischen zwei spitzen Steinen und zischten dazwischen. Es lagen zwei zischende Schlangen zwischen zwei spitzen Steinen und zischten dazwischen. Vielleicht ein paar Wörter, die ihr verstehen könnt. Also Schlange kennt ihr, das ist ein Tier, also Snake. Und zwischen zwei spitzen Steinen, Spitz kennt ihr auch. Also es gibt Steine, die sind rund oder spitz, das ist spitz. Und zischen ist das, was eine Schlange macht. Das ist dieser Ton, dieses Sch, das ist zischen. Also zwei zischende Schlangen, zwei Schlangen, die zischten. So, mit diesem Satz könnt ihr ganz, ganz viel und effektiv den Z-Laut üben. Und ja, ich versuche in der nächsten Zeit noch mehr Ausspracheübungen zu machen, damit ihr effektiver üben könnt. Und das wollte ich noch erzählen. Falls ihr eventuell Interesse habt an unserem Online-Kurs B2C1, ich habe jetzt einen Mitarbeiter, der auch Aussprachetraining anbietet. Das ist übrigens etwas, was sich geändert hat in unseren Kursen. Am Anfang hatten wir ziemlich wenig Skype drin. Inzwischen haben wir ziemlich viel Skype. Also es gibt mehrere Termine in der Woche. Und am Anfang, wenn jemand sich anmeldet, dann mache ich auf jeden Fall einen Skype-Termin mit ihm aus oder mit ihr. Und wir machen ein Kennenlerngespräch. Und das dauert je nach Bedarf zwischen 15 Minuten und 30 Minuten vielleicht oder so. Also im Durchschnitt 20 Minuten auf jeden Fall. Dieses Gespräch nutze ich, um die Person kennenzulernen, um zu sehen, was brauchen sie, wie kann man da gut helfen und so weiter. Und zusätzlich gibt es eben verschiedene Termine in der Woche. Zum Beispiel macht Alex Skype-Konversation. Alex ist meine Assistentin. Ihr kennt sie ja von Facebook schon. Und jetzt gibt es eben noch einen Kollegen. Er heißt Thilo und er macht Aussprachetraining. Und es wird noch mehr Termine geben, die euch helfen, Konversation zu üben, also Sprechen zu üben. Das heißt, wenn ihr bis jetzt gesagt habt, der Online-Kurs von Maria ist nicht so interessant für mich, ich möchte nicht nur schreiben lernen, sondern auch sprechen lernen. Also jetzt gibt es auch ziemlich viele Möglichkeiten bei uns sprechen zu üben. Und es wird bald noch mehr Möglichkeiten geben, aber dazu erzähle ich extra was. Also, ich danke euch, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald.